Löwe, die Gefühle fahren Achterbahn im Monat Februar, die Liebe möchte Gehör finden, ja? Du möchtest ankommen, du möchtest geliebt werden. Es geht darum, dass eine Seele in Kontakt treten möchte mit dir und anhand meiner Legung dir etwas mitteilen möchte. Egal, ob du Single bist, ob du gerade in einer Partnerschaft bist, egal was ist, die Seelenverbindung geht über das Terrenale hinaus. Möchtest du eine Legung, eine zielorientierte Therapie, ein Liebesritual, ja, eine Wegöffnung, Blockadenlösung, was auch immer, schreib mich an und du kriegst am gleichen Tag noch einen Termin, wenn du einen Notfall hast. Ansonsten kriegst du schnellstmöglich einen Termin, okay? Aber eine Seelenbotschaft von einer gewissen Person möchte dir sagen, unsere Seelenliebe wird auf höchster Ebene beschützt. Löwe, und das ist wichtig, egal was im Außen ist, okay? Egal welche Situation du gerade lebst, egal ob du ja frustriert bist, eine Seele möchte dir sagen, dass das, was für euch bestimmt ist, wird sich geben. Auch wenn die äußeren Umstände gerade ein bisschen holprig sind, okay? Auch wenn du gerade ein bisschen warten darfst. Du bist mit einer Seele verbunden und egal was geschieht, hier gibt sich eine Liebesgeschichte auf terrenaler Ebene und es gibt sich eine Seelenverbindung schon seit längerer Zeit, okay, oder seit einiger Zeit und man justiert gerade auf terrenaler Ebene, physisch, psychisch, menschlich, wie auch immer, aber auch auf Seelenebene, gerade den Weg, damit du und diese gewisse Person im Einklang wirklich leben könnt, okay? Sei gut zu dir und nutze die Zeit, das, was du gerade lebst, zu ordnen, zu genießen, ja, in einen geilen Flow zu bringen. Und dann heißt es für dich und für diese Seelenverbindung, die Zeit ist gekommen, um das öffentlich zu machen, das sichtbar zu machen, was noch nicht sichtbar ist. Wow, Löwe, ich wünsche dir alles Liebe. Denk dran, wenn du was möchtest, einen Notfall hast, auch ein Liebesritual, schreib mich an, ich helfe dir gerne. Alles Liebe, Löwe, bis bald. Bye.